Ja, habt ihr sonst irgendwas den Tag über vor, beziehungsweise ist jetzt ja Abend, wollt ihr irgendwas noch tun oder den Tag so ausplätschern lassen? Magistra aufsuchen. Ah, Etwas. Entschuldigung, richtig, Magister Krittenraudups. Die beendet dann ihr Essen und wenn du zu ihr kommst, ihr müsst Magister Kasim sein, von euch habe ich schon gehört, der Eiselementarist, richtig, aus Drakonia. Ei, er neigt den Kopf. Mit Verneigt sich euch runter. würde ich ganz gerne mal sprechen. Ich hatte eine neue Theorie. Vielleicht würde sie euch gefallen. Liebend Ein, gern. sie klopft sich noch einmal die Krümel von ihrer Kleidung, steht dann auf und greift ihren Magierstab. Ich habe eine Theorie zum Kantus des Eisschwerts, etwas ganz Neues. Flammenschwert ist etwas von gestern, möchte ich sagen, aber ein Eiselementarist könnte mir da sicherlich helfen, nicht wahr? Bei dem Wort Eisschwert sieht sie in Kasim ein Leuchten in den Augen, das schier rohalistische Neugier ausdrückt. Also, wie gesagt, es gab nicht nur Schwerter, sondern auch Säbel im tunamidischen Raum Das ist mir bewusst. Ich und neben selbst. anderen Elementen, so etwas wie Feuerschwert ist natürlich sehr, sehr generisch, möchte ich sagen, aber ein Eisschwert, gerade im hohen Norden. Das, um ehrlich zu sein, ist das seit längerem Inhalt von Träumen. Wir haben selbst in unserer Akademie immer wieder Forschungsversuche unternommen, nur wir haben eine stark eingeschränkte Bibliothek, sehr auf Elementarismus ausgerichtet. Viele Querverweise führen vom Berg hinab. Kennt ihr also diesen Kantor schon? Nein, nein, das ist eine Idee, die immer wieder mal von verschiedenen Elementaristen in meiner Schule aufgebracht wird. Aber wie gesagt, uns fehlen die metamagischen Grundlagen. Wir haben Nun, einen immensen Wissensschatz über Elementarismus, dann aber können wir uns sicherlich die Metamagie. nächsten paar Tage, ich weiß nicht, wie lange ihr bleibt, zusammensetzen. In meinem Zelt haben wir genug Platz und dann können wir uns doch einmal diesen Kantus ansehen. Wie gesagt, ich habe schon eine ausformulierte Thesis. Und, wenn das klappen sollte, gemeinsam mit eurer Hilfe, dann wäre das herausragend. Gerade weil ihr in Drakonia so etwas noch gar nicht könnt. Es wäre mir mehr als nur eine Ehre. Die hier sind, das Boot. Das ist etwas ganz Neues. Neben Eis gibt es natürlich noch andere Elemente, die. Ich muss nochmal mit einem Ulporter so etwas sprechen. Ein Luftschwert. Gibt es einen Geist oder Djinn, ich bin mir über die Klassifizierung nicht ganz sicher, der in Form eines Schwertes gerufen wird. Ich kenne den wahren Namen dieser Wesenheit nicht, aber sie ist verleiht demjenigen, der sie führt, erstaunliche Fähigkeiten. Aber ich hab's mit Luft nicht so. Also gut, dann haben wir doch die nächsten Tage etwas vor. Lächelt sie Ja. freundlich. Seid ihr vertraut mit dem Kantus des Djinn-Rufs? Nein, so etwas wird bei mir nicht gelehrt. Verzeiht. Gerade denn irgendwann zwischendurch würde ich unter Umständen. Das werde ich aber noch mit Magister Puspereiken absprechen, sofern dies möglich ist. Einen Djinn herbeirufen und ihn binden, um im Zweifel in Situationen, in denen die Kraft nicht mehr ausreicht oder die ausweglos sind, einen Helfer zu haben, der einen schützt. Und wenn es gegen dämonisches Wirken geht, wie ich leider vermuten, wenn wir weiter ins Gebirge ziehen. Dann wird ein Blind doch durchaus eine probate Methode sein. Dabei kann ich aber, wie gesagt, leider nicht helfen. Tut mir leid. Ich kann euch, wenn ihr wollt, die Grundzüge des Kantus beibringen. Aber ich muss euch warnen, er ist komplex. Also gut, dann kommt doch einfach morgen so zur 9. Stunde in mein Zelt. Hervorragend. Eine Frage noch. Ja. Dieser Kantus, den ihr ausformuliert habt, ist er eine ritualisierte Form oder ein freier Kantus? Ich habe mich viel bei den Elfen bedient, beim elfischen Kanon, aber er ist ritualisiert. Es heißt, es wäre analog eine Eisvariante des Flammenschwerts sozusagen. Genau das. Er hat immer noch dieses Leuchten in den Augen.
Ich Wie werde gesagt, da sein. morgen um 9. Hervorragend. Gut. Dann, wie gesagt, die anderen, ob ihr noch was vorhabt. Den Rest, falls ich die anderen fragen will, den Rest des Tages hat Kasim ein Grinsen auf den Lippen, das man so noch nicht gesehen hat. Also, er wirkt so richtig, man könnte schon fast sagen, glücklich. Ich müsste wohl mal mit meiner Gnappin sprechen. Ja, die ist immer noch im Zelt. Es war eher so eine Frage an die anderen, die noch anwesend sind. Und wieso? Sie hat ja nichts Falsches getan. Rodrigo geht jetzt in den Kopf vergraben, danach wird nochmal mit Osko sprechen. Wo immer er den nachfindet. Na, Osko sitzt noch bei euch. Der ist ja wieder vom Ja, Zelt dann wieder bin wieder zurückgekommen. gekommen. Verstehe ich das richtig, dass ihr diese Knappin ausbilden wollt, oder ist sie einfach nur so bei euch? Sie ist bei mir, um ihre Ausbildung zu erfahren. Nun, wenn ihr sie ausbilden wollt und euch missfällt, dass sie sich so offenherzig Männern gegenüber präsentiert, dann solltet ihr mit ihr sprechen. Nun, wieso? Ihr ging's nicht gut. Jetzt geht's ihr besser. Ich bin mir sicher, ihr ging es. Nein, ganz gut ging's ja auch. Die ruht sich jetzt aus. Ja, noch ein neugieriger Blick in deine Richtung. So ein vielsagendes Und man sagt nichts mehr dazu. Na, dann lassen wir sie erstmal ruhen. Ich werde morgen mal mit ihr sprechen. Gibt es noch Sachen, die ihr gerne über mich wissen wollt? Sagst du, kennst dich auch mit der Heilung von Krankheiten aus? Ja, ich Hast habe du oft unsere Truppe geheilt. Eure Truppe? Hast du irgendwo an einer Akademie gelernt, dein Wissen? Nein, ehrlich gesagt, ging es von Hand zu Hand, wenn man so will. Ich hatte einen älteren Herrn in unserer Truppe, der ist irgendwann nicht mehr mit uns aufgetreten. Der ist nur noch mitgekommen, um, Brüche und Krankheiten und was wir uns sonst auf unseren Reisen zugezogen haben, zu behandeln. Und von ihm habe ich es gelernt. Er sagte, ich Was hätte war ein das denn gutes für eine Händchen Truppe? dafür. Und, ja. Aber keine Hexen, oder? Vor allem den Augen. Ich habe doch jetzt schon gesagt, ich bin keine Hexe. Nein, wir sind aufgetreten, um Leute zu erfreuen. Auf Festen, auf Burgen. Wir waren sogar öfter mal bei Adligen eingeladen. Natürlich ist das eher unter der Hand, weil sie, man gilt nicht gerade als hoch angesehen, wenn man sowas macht. Aber in manchen Gegenden waren die Leute wirklich nett. Das heißt, du warst in einer Schauspieltruppe. Die Augen von dem Magier werden schon etwas größer. Als er das nachfragt? Wir haben manchmal kleinere Theaterstücke aufgeführt, gerade wenn es in tolamidische Gegenden ging. Oder wir haben, getanzt. Oder ich bin mit Rashika aufgetreten. Und teilweise hatten wir auch wirklich so kleine oder auch größere Holzpodeste dabei, je nachdem, ob es sich angeboten hat. Einmal waren wir auf einer Lichtung. Und dann haben wir einen ziemlich hohen Baum und einen anderen Baum gehabt und haben ein Seil da gespannt und haben auf dem Seil Kunststücke gemacht. Halt immer, wie es die Gegebenheiten gerade zulassen. Osko lächelt in deine Richtung und sagt, habt ihr auch gezaubert? Nein! Da kennst du das Honinger Theater, die Honinger Geschichten? Ich bin ein sehr großer Freund von dieser Art des Theaters. Du musst wissen, das ist das maraskanische Volkstheater. Waren das nicht Attentäter? Und die wir in Boran gesehen haben, tatsächlich. Aber was sie davor aufgeführt haben, war eine Honinger Geschichte. Das haben sie gar nicht schlecht getan. Also Attentate haben wir nach unserem Auftrag noch nie ausgeführt. Wir sind einfach nur aufgetreten. Natürlich, die meisten, die sind doch keine Attentäter nach ihren Aufführungen. Aber ich glaube, wenn ich nicht Magier geworden wäre, dann hätte ich mich auch einer Schauspieltruppe angeschlossen. Zeig mal was.
Ich hab hier was und siehst, wie sie kurz in ihren Rucksack greift und drei Bälle rausholt. Drei Turnierbälle und sie dir reicht. Da! Könnt ihr das? Der Magier nimmt sie in die Hand. Ich hab das mal gesehen, ein wenig vielleicht. Und dann fängt er an, so ein bisschen damit, ja, ein bisschen rumzujonglieren. Ich hoffe mal, ob das funktioniert. Kaukelei. Kann die Uti sagen, ja, weil du es noch nie voll gemacht hast, das ist ziemlich schwierig. Ja, doch, doch, doch. Es geht am Anfang, also wirft es ein paar Mal hoch und fängt sie auf. Also scheint nicht das erste Mal zu sein, aber am Ende fallen sie dann doch alle auf den Boden und. Würfel mal 1W10. Mach sie nicht kaputt. Das waren jetzt 12, Moment, der daneben. Sorry. 6 sind 3, 1, 2, 3. Dann fällt eine Oscar auf den Kopf. Ach nee, gar nicht, Entschuldigung. Rodrigo, eine fällt Rodrigo auf den Kopf. Der ist doch gar nicht da. Ach, der ist schon gar nicht mehr da. Dann fällt sie Wascha auf den Kopf. Ah! Nee, oh, Entschuldigung. Das war nicht richtig. Ich zeig dir das mal, lange nicht mehr her gemacht. Und ja, sie nimmt so ein bisschen deine Hände, kniet sich vor dich. Und fängt quasi an mit deinen Händen so ein bisschen. Und jetzt zieh ihn hoch. Genau, nein! Ah. Schneller, schneller! Du musst das schneller machen. Oh ja, und versuch dich da so ein bisschen zu unterrichten. Ja, Brindisien hat ein dickes Grinsen im Gesicht. Ah, ich konnte das mal besser, glaub mir. Ich muss einfach wieder reinkommen. Das wirst du schon noch lernen. 4. Oh, wow. Was? Gaukelei auf 4, habe ich eben gerade nur gesagt. Ja, gut. Dann fehlt noch das Gespräch von Oscur und Rodrigo. Ja, wahrscheinlich sitzen die noch immer alle zusammen, unterhalten sich vielleicht gerade über Schauspiel und Gaukelei. Zumindest mal Wascha und Brindisien. Und Rodrigo, mach mal einen Stück Platz und setz dich einfach sozusagen neben Oscar. Oscar! Hallo? Ja, hallo. Ich wollte dir nur sagen, wir hätten dich ganz gerne dabei bei unseren Reisen als Heiler. Und wenn du willst, es geht frühestens übermorgen los. Aber wann es genau losgeht, erfährst du abends. Und zwar kurz nach dem Abendessen treffen wir uns da vorne in diesem Zelt. Da liegen wir sozusagen als Gruppe alle mal drin. Da kommst du dann sozusagen abends, kurz nach dem Abendessen mit hin und dort besprechen wir dann einmal kurz, beziehungsweise ich sage dann an, ob wir am nächsten Morgen aufbrechen oder ob wir nicht am nächsten Morgen aufbrechen, damit man sich darauf einstellen kann. Nun, als erstes freut es mich, dass ihr euch dazu entschlossen habt, meine Hilfe anzunehmen und dass ich euch begleiten darf. Ich denke, es bringt uns beiden was. Ja, also ihr werdet Abenteuer erleben und wahrscheinlich wird es auch immer wieder was zu tun geben, da Verletzungen doch ziemlich an der Tagesordnung liegen oder zumindest immer wieder vorkommen. Und ich hoffe, dass wir nicht nochmal solche schlimmen Krankheiten durchmachen müssen wie die von unserem Wiborn. Aber das werden wir sehen und dann wollen wir diesmal auch nochmal sicher gehen, dass wir in dem Fall sogar Leute dabei haben, die sich auf die Heilkunst verstehen. Wascha sagte auch schon, dass sie das kann, das heißt, ihr könnt ja da wahrscheinlich das irgendwie so Assistent, Assistentin, wie auch immer, zusammen ein wenig machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie euch zur Hand gehen kann. Nun, ich denke, sie kann mir definitiv zur Hand gehen. Gut. Ja, dann, Leute, es ist schon spät. Ihr schaut euch im Wascher. Nicht die Leute verzaubern, schöne Frau. Und ihr alle, bis die Tage. Ich schau mich hin. Und Rodrigo nimmt einmal die Runde und geht. Ja, bis Dariel auch mit euch. Ja, Kasim läuft dann auch breit grinsend in sein Zelt, dort wo sie untergebracht sind. Kasim, ich sehe, du hast da, du humpelst etwas, hast du eine Wunde, soll ich mir das mal ansehen? Das... OT kurz, wo kam die Wunde nochmal her? Weil die Spinnenwunde war ja schon geheilt worden. Jagdgras. Ja, noch vom Jagdgras. Vielleicht war er gerade bei der Knappin und kann es ihm wirklich laufen. Deswegen grinst er auch so. Nee, der war bei seiner Magierkollegin. Das weiß Wascha noch nicht. Das ist ein Punkt. aber ja, natürlich. Du darfst gern dir das mal anschauen. Ich sehe es mir mal an, einen Moment. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das mal vernünftig verbinden könntest. Oh, ich dachte, ich heile es auf magische Art.
Oh, das wäre natürlich noch sind und viel lieber. Können wir uns da ausholen. Während er sich zu schaffen macht, du verstehst dich nicht auf das Herbeirufen von Elementaren. Ich? Kein bisschen, nein. Ich hatte vielleicht überlegt, ob irgendwer mir assistieren könnte, wenn ich versuche, einen zu rufen. Oh, wenn du mir sagst, was ich machen soll, gerne, aber und was das Magische betrifft, da habe ich keine Ahnung davon. Prinzipiell geht es vor allem um den Unitatio und das Verteilen des Aufwands von Sternenkraft. So eine Herbeirufung ist im Verhältnis sehr kraftraubend. Nun, den Unitatio beherrsche ich leider ebenfalls nicht. Er schaut dich mit großen Augen an. Okay, ich weiß, was wir morgen Abend machen. Wenn du uns weiter begleitest, bis auf das Schiff, dann solltest du den können. Und nun, bisher haben wir abgemacht, dass ich euch bis zur Mine führe, aber was danach kommt, das lasse ich mir offen. Trotzdem, ein jeder Schüler unserer Tradition sollte den Unitatio beherrschen. Er ist für die weitaus mächtigere Herbeirufung von elementaren Meistern im Prinzip ein Kernvorbereitungszauber. Oh, nun gerne, wenn du ihn mir beibringen kannst, ich lerne gerne neue Zauber dazu. Er ist im Verhältnis sogar sehr simpel. Gut. Wo war die Wunde, Frosty? Für die Modifikation? Kannst du auswürfeln. Würfel mal aus. Ich hatte das beim Jagdkreis nicht spezialisiert. Jeder hat aber irgendwie Schaden gefressen. Ist egal, ich habe 12 Fähigkeitspunkte übrig. Ist egal, wo die Wunde war. Ich denke auch. Sieben ja, gut. Hat er angesagt. Ist egal, wo die Wunde war. Er hat auch eine Doppelbauch halt die Wunde. Easy, kein Problem. Gut. Ja, ihr könnt dann den nächsten Tag, wir hatten jetzt den 12., das ist der 13. Gesinde, könnt ihr mit Lehrmeistern verbringen oder weiter durch die exische Kultstätte streifen. Ihr könnt Training bekommen mit den exischen Waffen, die ausgegraben worden sind. Jalan kann auch einen der Bogen überreicht bekommen, sodass er sich damit dann auseinandersetzen kann. Habt ihr irgendwas Spezielles, was jetzt ausgespielt werden muss? Sonst könnt ihr... Plus minus 0 in den Feldbetten? Plus minus 0, genau. Für ASP plus 1. Plus 1, holla. ASP plus 1, alles andere Lebenspunkte plus minus 0. Und ja, ansonsten könnt ihr dann auch den ganzen 13. Tag sehr generisch verbringen, euch weiter kennenlernen, Lehrmeister suchen. Wie gesagt, die stehen im Forum. Könnt ihr euch die Woche überlegen, was ihr da in Anspruch nehmen wollt. Und wenn nicht, dann würden wir nach einer weiteren Regeneration, könntet ihr dann ja gucken, ob ihr los wollt oder ob ihr noch hier bleibt. Oh. Ups, 11 ASP. Kann man mal machen. Ich würde gern mit der Dame reden für Eisschwert. Ja, kannst du lernen. Okay, wenn dir noch was fehlt, kannst du auch den Stab noch weiter ausbauen. Also sie kann dann Stabzauber beibringen. Wie gesagt, auch da stelle ich was noch ich ans Ich nehme an, auch aber die Voraussetzungen für das Eisschwert, da genau, er deine Kraft genau, das, drauf das kannst gehört. Du, also wenn du die AP hast dazu, dann könntest du das lernen. Wie gesagt, Gritten Raudups ist eine derjenigen, die das Eisschwert gefunden hat. Ja. Cool. Darf ich dann mit ihr auch die Ritualkenntnis bis zur Schwelle, die ich brauche, als was Lehrmeister steigen? Was brauchst du denn? Das wären noch 2 Punkte. 7 oder was ist das? Nein, du brauchst 11 und ich habe 9. 11. Also die Voraussetzung für den Kraftfokus und der Kraftfokus ist die Voraussetzung fürs Flammenschwert. Dann kannst du das Geld, das kannst du dann als Spende darlegen, weil dafür haben wir Dukaten. Musst du den ich jetzt abstreichen? Dabei, das ist Problem. Musst du den nicht jetzt abstreichen, aber sie erwartet eine Spende an die Hirsindekirche. Das ist für ihn Ehrensache. Das, das kannst du dann auch ins Forum schreiben. Also wenn du irgendwann mal Dukaten hast, das erste, was du dann damit machst, ist zur Hirsindekirche laufen und das dann spenden. Ei, genau. Perfekt. Gut. Den Rest klären wir übers Forum weiter. Genau, richtig. Text. So, Frosty, vielleicht klären wir ab. Ja, vielleicht fragst du von unten, ob wir an dem Tag noch was Wichtiges tun möchten, ansonsten treffen wir uns abends zur Besprechung, um die Szene zu sehen.
Brindigia. Ich habe erstmal nichts vor, ne. Okay, dann kannst du entweder bei Maraskanan lernen oder auch von Kasim, das würde auch gehen. Also wenn du da irgendwelche Kasim-Zauber lernen willst, würde das auch gehen. Ja, genau, dann würde ich so den Tag damit verbringen, irgendwo, ja, Ja, was dazu genau. zu lernen. Ja, Kasim hat genug zu tun, der also muss seine ganzen APE verballern, also du bist auch den ganzen Tag ausgelastet. Oskur, Was möchtest ich, du eins irgendwas? möchte ich trotzdem noch machen. Ja? Gucken, ob ich kurz dem Herr von Pusperaiken fragen kann, ob es erlaubt ist, unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen einen Elementar herbeizurufen und zu binden. Kannst du machen. Hervorragend. Das wird dann auf den nächsten Tag vertagt. Gut. Oskur, irgendwas, was du lernen möchtest, irgendwas, was du dich unterhalten möchtest? Lernen möchte ich nichts, aber ich warte den Tag über ab, ob sich eine Gelegenheit bietet, nochmal mit der Knappin zu sprechen. Im Unbekannten, also dass uns auch keiner belauschen kann. Ja, das können wir gleich auch spielen. Ich würde sagen, die hält ja die ganze Zeit bei Jalan ab und wenn du die Situation anpasst, wenn Jalan mal gerade weg ist, kriegst du sie auf jeden Fall Ja, gepackt. das geht auf alle Fälle. Zustimmen. Können wir gleich machen. Rodrigo. Ja, die Bögen abholen, alle beiden Bögen, einen Bogen Jalan geben, einen Bogen behalten. Gucken, was es überhaupt für Bögen sind. Und ansonsten Götterkulte bei Hesindegeweihten hier lernen. Das geht auf alle Fälle. Ich dachte mir gerade so bei Geweihten, Götterkulte lernen, müsste das Einfachste sein, was man so erbitten kann. Ja. Gerade noch mit Talentspezialisierung für saurologische, exische Götter. Du kannst auch eine ganze Menge dann über die ganzen Unbekannten erfahren, wie du, die würdest du sonst im Mittelreich überhaupt nicht mitkriegen. Aber ja, Krysie Genau, das oder haben wir ja schon beim K. Ingame sozusagen Lauf gehört. Genau, Genau. richtig. Mensch, die Kröte, die Schildkröte, keine Ahnung. Pyrdakor. Pyrz. Genau, wie sie Zahn. heißen. Wie sieht's aus mit Wascha? Also ich würde ja, weil ich ja auch gesagt habe, ich würde so ein bisschen führen, ich würde mal versuchen, mich so ein bisschen über die Gegend kundig zu machen. Also wohin genau man dort alles gehen kann, ob es irgendwie. Also ich bin ja schon ein bisschen länger da, aber ob es irgendwie Fallen gibt zum Beispiel, auf die man achten muss, ob es irgendwelche besonderen Pflanzen gibt, auf die man achten soll. Also ich würde quasi mal versuchen, wirklich für die Abreise ein paar Infos zu kriegen. Das ist jetzt nicht bei der Liste, die du da eingestellt hast, aber generell denke ich mal einfach quasi, was der Gruppe dann auch helfen würde. Also mich wirklich mal informieren und da auch im Notfall nochmal Aufzeichnungen mir anschauen. Ja. Generell gut lesen auch und ja. Gut. Kann ich dir sonst auch nochmal. Also quasi in Maraskan ist eh immer alles giftig und immer alles tödlich. Das gilt sowieso. Das, was jetzt für den Westen insbesondere gilt, ist, dass seit einigen Jahren erzdämonische Wesenheiten den Landstrich verändert haben, sodass er noch giftiger und noch tödlicher ist, sodass man es auf gar keiner Skala mehr messen kann. Was das Ganze ausgelöst hat, weiß man nicht. Da ist sehr, sehr wenig drüber bekannt. Aber du kannst auf alle Fälle sehr viel mit deiner Orientierung bekommen. Du kannst mitbekommen, wie man in der Wildnis überlebt und auch gerade, wie man in den Bergen überlebt. Also kannst du dir auch von meiner Seite aus in diesen Wochen und Monaten eine Maraskan-Kunde kaufen. Das würde funktionieren. Also ich Sodass. würde halt auch gerne noch, wie gesagt, eine Tierkunde vielleicht, also wie genau man mit bestimmten Tieren, auf die man trifft, eben umgeht, weil ich habe dann ja auch gesagt, dass ich mit Gifttieren mich auskenne und so. Und das sind ja nicht nur Schlangen, sondern auch, weiß ich nicht, Skorpione, Spinnen, was da alles rumkreucht, dass Ja, ich eben da auch reagieren kann, wenn ich die Gruppe führen würde, du zum weißt auch, Beispiel. dass man in diesem Gebiet nur mit einer Maraske umherlaufen kann. Hast du schon gesehen, das sind Wesenheiten, eine Mischung aus Skorpion und Spinne. Und ein solcher Führer wird wohl auch angeworben, auf den wartet man. Das können sie dir erzählen, dass man auf einen Eukulizaner wartet, der mit seiner ja, Maraske sprechen kann. Also ein Spinnenbeschwörer, wenn man so will. Oder ein Spinnen-Skorpion-Beschwörer, mit dem man dann durch die Berge läuft, da diese Tiere sich wohl mit diesen Veränderungen, ja, weiß ich nicht, ob man auskennen sagen kann, aber mit denen kann man auf alle Fälle diesen erzdämonischen Veränderungen aus dem Weg gehen. Genau, dazu kann ich dir auch noch ein bisschen was zu sagen dann. Und dann natürlich noch die Krankheiten, die es dort gibt. Also was die Leute kriegen könnten und wie man es am besten behält und wie man Erste Hilfe leistet, Ja, wenn es okay. sein muss. Klar. Also so halt wirklich in die ganze Richtung, was Reise und umherziehend Überleben angeht, das wäre meins, was ich machen würde. Gut. Jala. Zum einen kriegt Myria heute Flötenunterricht. Flötenunterricht, ja. Ja. Das heißt, sie lernt uns so richtig blasen. Scheiße, ich wusste, dass das kommt. Das
Das wusste jeder. Das Problem ist, dass Jalan auch nicht Flöte spielen kann, also läuft es darauf hinaus, dass die beiden an irgendeinem Lagerfeuer sitzen und schiefe Töne vor sich hingeben. Und die restliche Zeit wird mit Lehrmastersuche verbracht. Gut. Irgendwann in der Zeit bekommst du von Rodrigo auch einen Bogen in die Hand, der schon gespannt ist. Also der ist dauerhaft gespannt. Ja, drücke ich in die Hand. Hier, das ist einer der speziellen Bögen. Hat einen anderen Bogen in einer Hand. Schaut kurz zu Myria. Immer schön weiterblasen und dann geht Rodrigo. Gut, während dann Jalan dabei beschäftigt ist, den Bogen zu inspizieren und Myria im Selbststudium dann am Feuer sitzen lässt, kann Osko auf sie zutreten. Okay, ich laufe auf sie zu und sag, ihr könnt aber gut blasen. Ja, danke, das habe ich schon von Rodrigo gehört. Der war eben auch hier. Ja, mir geht's wieder besser. Das ist ja schön, dass ihr jetzt zu mir kommt. Das freut mich sehr. Habt ihr Lust, ein paar Meter zu spazieren? Sie schaut einmal rüber zu ihrem Ritter. Ja, nicht allzu weit vom Feuer weg, aber das sollte schon gehen. Nimmt ihre Flöte mit. Ihr wolltet mir noch was anvertrauen. Das hätte mich noch sehr interessiert. Was genau meint ihr denn? Gestern im Zelt. Naja. Ihr wisst ja, ich bin vertrauenswürdig und wir haben eine relativ gute Verbindung, glaube ich. Ja, genau, das habe ich auch sofort gespürt. Das mit uns beiden funktioniert sofort. Ja. Ich wollte euch einfach nur darauf hinweisen. Ich hatte schon die ein oder andere Begegnung mit diesen grobschlächtigen Söldnern. Sie deutet einmal rüber zu den beiden Söldnern, Dynar und Potro, die gerade am Saufen mit den anderen vom Schwarzen Bund des Chors sind. Ja, sie haben mich beleidigt und angegangen und dann darf man sich nicht mal wehren. Dann wird man nicht in Schutz genommen von den Schutzbefohlenen, also weder von Jalan noch von Ramirez. Und dann werde ich auch noch Disziplinarstrafen. Also das ist einfach nur unglaublich schlimm. Und dann dieser Viborn hat dann auch noch geschossen auf uns und es ist eigentlich nur ein heilloses Chaos. Und bevor ihr jetzt wie ein dummer Junge einfach diesem Leutnant Ramirez und meinem Ritter Jalan hinterherlauft, wollte ich euch einfach nur sagen, dass ihr vielleicht nicht dem Charme von den Leuten unterliegt. Also nur weil Leutnant Ramirez so gut aussieht, heißt das nicht, dass er über alle Fehler erhaben ist. Nein, er macht ganz viele Fehler. Genauso wie mein Ritter. Nun macht euch keine Sorge. Wenn ich einem Charme verfallen bin, dann euren. Ach, das ist doch schön. Sie lächelt ihr wieder aufreizend zu. Die zwei... Da hab ich da was mitbekommen mit den Templern, dass es da mal Auseinandersetzungen gab? Du hast das just an dem, einen Tag nachdem sie angekommen sind, standen sie draußen vor dem Zelt und während einer ihrer Kameraden siechte und fast verstarb, du hast gehört, dass seine Nieren ausgefallen sind und dass er immer noch im Sterben liegt, er nicht mehr, aber dass es ihm richtig dreckig geht und während da der Kamerad stirbt, prügeln die sich beide auf offenem Feld. Okay, Begründung oder so. Wer das gesehen hat oder gehört, meinst du? Mach mal eine Sinnschärfe nachträglich. Ich erschwere sie dir um 5. Dann könnten wir mal retrospektiv gucken. Oh, guter Wurf. Ja, dann hast du es sogar gesehen. Du hast gesehen, wie dann Rodrigo mit einem straffen Schritt ihm sogar hinterhergerannt ist. Hat ihn angeschrien. Es war ziemlich laut zu hören auch. Und dann wurde hin und her geschubst. Und einige sind dann auch hingefallen. Da war richtig Tohuwabohu. Hingefallen ist niemand. Glaub schon. Nein. Nicht? Gut, dann ist da keine... Rodrigo hat die ganze Zeit immer auf Jalan eine Zeit lang jetzt hier eingeredet, so ein bisschen hin und her ein bisschen geschubst und mit dem Bauch angestupst oder mit der Brust, der gesagt, so dunk, dunk, dunk. Ich dachte, irgendwer wäre auf den Hintern geplupst. Ist egal, zumindest haben die sich geschlagen. Und dann auf jeden Rodrigo hat auch ein blaues Auge. Genau, Rodrigo hat auch ein blaues Auge, wie er schon beschrieben hat. Genau, also okay. wenn sie dir das so sagt, du kannst mal eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Weil sie dich, also es ist nicht wirklich eine Lüge, aber sie, sie sagt auf alle Fälle die Wahrheit. Da ist richtig Streit zwischen den beiden und das sollte in einer Einheit, die durch Maraskan läuft, nicht so der Fall sein. Okay. Also sie sagt die Wahrheit. Okay, und die und der eine war... Ja, die hassen sich alle gegenseitig. Okay.
Furchtbare Truppe. Ich kann ja gar nicht dort jetzt Dings lernen, anscheinend Götterkult. Das hast du gar nicht auch geschrieben, meinst du? Doch, Talentspezialisierung, aber du kannst auch so lernen. Okay. Okay, und die zwei Personen, die von der sie und mir jetzt erzählt hat, ich bin da jetzt noch nicht ganz drin. Sind es jetzt aktive Spieler hier? Ja, genau. Ja, einen Moment. Achso, okay. Rodrigo. Jalan, das ist der da Ritter. Ist der Mann mit der, Jalan mit der jetzt, okay. Ja, jetzt. Ja, ja, okay, kein Problem. Okay. Die beiden Körperkraft 16 Schränke oder so. Genau, hier ist der Rest der Truppe. Ephadaios ist auch noch ein Spielercharakter, der ist jetzt gerade nicht da. Und Ragnar und Vibor bleiben hier, weil die einfach zu krank sind, zu kaputt. Also Ragnar sieht auch echt aus, als ob er, weiß ich nicht, ein Jahr lang nichts zu essen bekommen hätte. Der ist richtig spindeldürr, hat keine Kraft und das ist kein Wunder, dass er zusammengeklappt ist. Ja, und die beiden Söldner saufen die ganze Zeit. Hier sind so ein paar einfache Matrosen und ein Wildnisführer, eine Alchemistin und der Hilfsheiler, der eher mit einer Säge umgehen kann, also der dann anatomisch präzise Arme abschneiden kann. Okay. Und die gehören alle mit zur Gruppe? Genau, die gehören zur Gruppe und das sind die Spieler hier. Okay, alles klar. Wo waren wir dann stehen geblieben? Also die prügeln sich gegenseitig und schlagen sich und da ist richtig Stress. Und sie will jetzt deinen Schutz, also sie will sich mit dir verbünden, damit sie nicht unter den anderen hier leiden muss. Okay. Die misshandeln sie nämlich ziemlich. Okay. Nun, ich kann momentan nichts versprechen, aber ich verspreche dir, dass ich mir das näher anschauen werde auf die Zeit. Ja, ihr sollt ja wie gesagt nur vorsichtig sein. Lasst euch nicht von ihnen einlullen. Versprochen. Das ist nett. Dann gehen wir lieber zurück zum Lagerfeuer. Und ihr könnt weiter blasen. Flöten. Sie zwickert ihr zu.